Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Formel 1 2021 Sprint to Glory. Ich nenne es jetzt einfach mal Sprint to Glory, weil wir halt sprinten werden. Wir werden keine ganzen Rennen fahren. Tobias Böhm startet jetzt als Teamkollege von Sebastian Vettel. Ziel ist es, Sebastian noch einmal zum Weltmeistertitel zu verhelfen. Oder am besten natürlich selbst Weltmeister zu werden. Das Auto wurde noch nicht präsentiert. Wir starten trotzdem schon mal rein in den F&E-Baum. Und wir fahren auch nur 10 Rennen pro Saison. Deswegen habe ich schon, ich habe das Ganze schon mal Probe gespielt. Wir haben jetzt hier leider nicht ganz so viele Möglichkeiten, das Auto regelmäßig abzudaten, beziehungsweise es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir werden auf jeden Fall erstmal in der Aerodynamik hier richtig loslegen. Das Auto wurde präsentiert. So sieht es aus. Ich meine, ich kannte es schon und ihr natürlich auch. Wir haben vielleicht nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was zu verbessern. Und zwar direkt den Zylinderkopf. Nochmal 500 Ressourcenpunkte, die hierfür draufgehen. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Yes, sehr gut. Und jetzt geht es ab nach Bahrain. Wir haben hier Blitzqualifikation und kurze Rennen mit jeweils 5 Runden. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Perez und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Tobias Böhm startet von Platz 10 und Sebastian Vettel von Platz 11. Wir sind fast gleich schnell. Schaut euch das mal an. Auf die Tausendstel. Tausendstel, Zweitausendstel Unterschied. Also wir sind hier auch wirklich auf einem relativ gleichen Niveau.
DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Tobias Böhm auf, was war das jetzt? Platz 7, Fahrer des Tages, Sergio Perez. Sergio Perez übernimmt als Punktbester die Führung in der Fahrermeisterschaft.
Auf jeden Fall, es war absolut wild. Tobias Böhm auf Platz 8, Sebastian Vettel auf Platz 12. Meine beste Zeit, beziehungsweise die beste Zeit von Böhm. 1,29,7 und damit wäre theoretisch Platz 5, Platz 4, Platz 6 auch möglich gewesen. Das nächste Rennen findet jetzt in Spanien statt. Wir haben aktuell 2500 Ressourcenpunkte. Upgrades abgeschlossen, Upgrades freigeschaltet. Dritte Flügelklappen werden auf jeden Fall jetzt direkt entwickelt. Äußere Heckflügel-Strakes werden auch mitentwickelt. Beim Chassis entwickeln wir auch mal ein bisschen was. Verbesserte Energie-Speicherzellen beim Motor. Zylinderkopf wird noch rechtzeitig fertig und die Strapazierfähigkeit können wir auch noch mal mitnehmen. Getriebe, verbessertes Material. Ah, Zylinderkopf fehlgeschlagen oder was? Was? Getriebe fehlgeschlagen? Noch ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Ja, habe ich gesehen. Welche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben? Oh, das heißt ja auch, dass unsere Ressourcenpunkte im Arsch sind quasi. Entwicklung Zylinderkopf gescheitert, Herstellung fehlgeschlagen, das Ganze machen wir jetzt nochmal 8 Tage. Verbessertes Material beim Getriebe ist auch fehlgeschlagen. Auch das können wir noch einmal in 6 Tagen verbessern. Oh, die dritte Flügelklappen sind fehlgeschlagen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber ja. Einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ach was. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ja, Upgrades abgeschlossen, freigeschaltet, Entwicklung gescheitert, dritte Flügelklappen. Das heißt natürlich, dass wir die direkt nochmal entwickeln. 8 Tage. Energiespeicherzelle verbessert, freigeschaltet ist jetzt der Kabelbaum. Zylinderkopf noch 4 Tage. Ich spare die 681 Punkte für die Aerodynamik. Ja, Getriebe verbessert. Ja, Zylinderkopf verbessert. Oh, Personalupdate. Ressourcenpunkte. Ja, diesmal sind alle Teile durch. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wir gehen nach Spanien. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber oha. Bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, Bottas und Sergio Perez. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. 9 Zehntel langsamer als Sebastian Vettel. Oh mein Gott.
DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das war jetzt keine unbedingt wirklich gute Leistung. Fahrer des Tages wieder Sergio Perez. Dieses Ergebnis wird Sergio Perez glücklich machen, denn er baut seine Führung in der WM weiter aus. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Vettel auf 13, Böhm auf 14 ist nun wirklich nicht meine Lieblingsstrecke
dieses Spanien. Weiter geht's gleich in Kanada. Wir kriegen allerdings... Oha, doch, wir müssten eigentlich so ein paar Sachen vorher noch fertig bekommen. Upgrade abgeschlossen, Upgrade freigeschaltet, sehr schön. Frontflügel, Haupttragfläche würde ich jetzt mal machen. Heckflügel, Haupttragefläche nehmen wir natürlich auch gerne mit. Bei der Aerodynamik sind wir schon recht weit vorangekommen in meiner Ferrari Great Again Karriere. Da hieß es doch, mach doch mal mehr Aerodynamik. So, Upgrade abgeschlossen und Upgrade wieder freigeschaltet. Leider haben wir an der Stelle nicht mehr genug Ressourcenpunkte. Upgrades abgeschlossen und Upgrades freigeschaltet. Ein Hersteller-Upgrade ist angekommen. Allgemeine Haltbarkeit. Es ist auch enorm wichtig, dass ich die Aerodynamik zuerst mache, denn wir sind hinter McLaren, Alpha Tauri und sogar hinter Alpine. Zumindest aktuell. Hoffentlich werden noch ein paar Sachen freigeschaltet. Allgemeine Haltbarkeit hat sich verbessert. Okay. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, leider können wir bei der Aerodynamik aktuell gar nichts mehr verbessern. Beim Chassis können wir jetzt tatsächlich nochmal Kraftstoff-Spritz-System-Leistung verbessern. Und von der Motorpower her würden wir damit sogar vorbeiziehen an Mercedes. Ja, Flügel sind fertig, sehr gut. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Yes, und jetzt ab nach Kanada. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, okay. Verstappen und Lewis Hamilton. Richtig fix unterwegs. Platz 7, Tobias Böhm, Vettel, Platz 14. Uns trennen knapp 8 Zehntel. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden?
DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Okay, wir haben eine Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,0 Sekunden. Fahrer des Tages, diesmal Valtteri Bottas. Mensch, da habe ich in der letzten Schikane habe ich das Rennen fast noch weggeworfen. Ende eines wieder mal hervorragenden großen Preises von Kanada. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ohne Frage Valtteri Bottas. Kimi auf Platz 13, okay. Also Tobias Böhm im Aston Martin auf Platz 6. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Leistung. Weiter geht es gleich in Frankreich. Vorher sind natürlich wieder ein paar Teile fertig. Wir haben 2577 Punkte. Upgrades abgeschlossen und Upgrades freigeschaltet. Frontflügelendplatten werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und so wie es aussieht, haben wir bei der Aerodynamik Alpine überholt. Jawohl. Leistungsvergleich beim Chassis ist auch unterirdisch. Wir sind drittschwächste Kraft, deswegen definitiv hier auch nochmal mitentwickeln. Beim Motor wird noch das Kraftstoffeinspritzsystem verbessert und wenn das fertig ist, haben wir den stärksten Motor. Wow, allgemeine Haltbarkeit ist angekommen. Ja, bei der Haltbarkeit sind wir jetzt auch nicht so. Wir sind halt genau im Mittelfeld aktuell. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal weiterentwickeln. Yes! Yes, Haltbarkeit geht auch durch. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, ab nach Frankreich.
Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Perez, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Minimal schneller der Sebastian Vettel, diesmal als Tobias Böhm. Auf Platz 1 Pole Position Sergio Perez. Hochschalten, spätes Runterschalten. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MDUK. Unser MGUK ist ziemlich abgenutzt. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist.
Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Fahrer des Tages, Max Verstappen. Ja, ich hätte mal mein Fahrzeug so ein bisschen erneuern sollen. Ja, ich habe insgesamt 2 Plätze verloren, von 12 auf 14 zurückgefallen. Vettel hält Platz 10. Ich war pro Runde, also von der schnellsten Runde her, war ich eine Sekunde langsamer als Vettel. Eieiei, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Wir müssen ein bisschen was am Fahrzeug machen. Ja, Verbrennungsmotor bauen wir neu ein. MGU bauen wir neu ein. Turbolader bauen wir neu ein. Steuerelektronik bauen wir neu ein. F und E, wir haben 2334 Pünktchen. Aerodynamik sind wir schon recht weit vorangeschritten. Yes, Upgrades abgeschlossen und Upgrades freigeschaltet. Wir können jetzt ERS-Kühlung machen. Hersteller-Upgrade ist angekommen. Sehr schön. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist Verbrennungsmotor, besseres Material. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis weitere Komponenten freigeschaltet werden. Ein erstes Fazit. Aston Martin auf Platz 6 mit 13 Pünktchen. Tobias Böhm auf Platz 9 mit 12 Punkten. Und Vettel schlägt sich auf Platz 13 mit einem Punkt. Beim F- und E-Verlauf ist das Einzige, was wir geschafft haben, Alpha Tauri zu überholen. Oder auch Alpine. Alpine. Aber wir sind immer noch Lichtjahre von McLaren, Ferrari und Mercedes oder auch Red Bull entfernt. Yes, Frontflügelendplatten und so weiter. Ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ab nach Spielberg.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Ich freue mich drauf. Tobias Böhm knapp hinter Sebastian Vettel. Ich weiß auch, wo ich die Zeit verloren habe, aber man sieht, wir sind wieder auf einem völlig identischen Niveau. Okay, die Abnutzung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert.
Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Fahrer des Tages. Tobias Böhm! Jawoll! Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, 10 fette Punkte, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig im Kampf gegen Alpha Tauri und Alpine. 5 Rennen sind geschafft, das soll es dann auch schon für die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schreibt mir gerne Vorschläge für weitere Formate wie dieses Sprint to Glory Formel 1 in die Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich versuche noch ein paar Sachen auszuprobieren demnächst mit diesem Formel 1 Spiel. Das neue Formel 1 F1 22 kommt ja auch bald raus. Und dann kann ich richtig loslegen mit meinen ganzen Ideen. Aktuell ist es halt nur so ein Testen, um zu gucken, wie kommt was bei euch an. Aber hier, diese Vettel-Böhm-Karriere macht mir mega Spaß. Zweite Folge wird es auf jeden Fall geben. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss. We'll be right back.